Hidoki, verhöre Gefangene. Ja, aber irgendwie verhört er nicht. Haben die jetzt zusammengeschnürt oder? Naja. Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Die Bunduaya kbira au, ja. Akter min ente mehtagu lil ghanam. Fein medchal el maghzan. Nein, 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 nein. Mach das nochmal und ich reiß dich in Stücke und verfüttere dich an die Schakale. Gibt's er hat allen Gefangene? Grund, sauer zu sein. Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Scheiße, das hätte ich auch bei dem anderen machen können, bei dem erschossenen. Bewachen Sie den hier gut. Ärgert mich jetzt, ne? Aber ja, alles, was wir tun, ne, hat Konsequenzen. So, wir müssen uns natürlich trotzdem auch richtig schön umgucken, denn es gibt ja auch immer und überall irgendwelche Dinge zu finden. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen, und zwar jeden Winkel. Jedes Bett, jeden Topf und selbst das Klo. Was wollte ich sagen? Ich bin schon in ein paar Räumen gewesen, wo man dann auf irgendwelche Dinge klickt. Ja, und dann geht auf einmal die Story weiter, bevor man auf andere Dinge geklickt hat. Das weiß man ja im Vorfeld nicht. Oben so in der Gegend. Ja. Ein Haufen Gasmasken hier. Ah. Ein bisschen merkwürdig, oder? Ich meine nicht, dass das legitimiert wird, wie hier gerade getan haben in dem Sinne. Ich meine. Das ist Heroin. Tja, das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Du schießt keiner zurück. Ah. Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Runter, runter! Sicht den da oben! Feuer erwidern! Los! Yeah.
Das war verdammt knapp. Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Atemmung! 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 Fick dich! Fick dich! Die Wichser sind schwer zu treffen. Wir rücken vor! Wir müssen zu Tauern! Ja, ihr mich auch! Heizen wir ihn mit WP ein! Kein Phosphor auf Menschen schmeißen! Na, komm schon. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Nachdenken worüber? Wir werden massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Negativ. Nur zum Rauch erzeugen. Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Das geht, aber eine Phosphor. Ui. Verdammt, ich sterbe, Nick. Bullshit, Mann. Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht. Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lügner. Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Kriege ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur NZ-Tor gedrungen. Geht es noch schlimmer? Deine verdammte Birne weg! Das ist sauer. Fuck! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Schieß nicht daneben. Ist ein bisschen mehr als Gras über diesen Tempel gewachsen, würde ich mal sagen. Dramatische Pause. Hm.
Mervyn? Jason? Alles klar. Jason! Jason? Bin gleich da! Ich komme! Immer wieder diese eingeschränkte, also die Kamerakiste, dass man nicht so viel sehen kann. Gerne sehen würde. Du willst mich wohl verarschen. Aber mir hat's geklappt. Naja, ich wäre auch in keinster Weise beunruhigt und würde hinterhergehen. So groß kann die Waffe gar nicht sein, dass ich da hinterhergehen würde. Was ist das hier? Bist du's, Nick? Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Es sah nicht menschlich aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Passe. War nie gut in Geschichte. Mir gerade durch den Kopf gegessen. Warum sind das immer solche Kinderschauspieler hier? Sergeant, Captain, Corporal, irgendwas. Das sind noch keine 25, aber hat schon 30 Jahre. Ist das echt nicht? Was, Nick? Was Erfahrung beim Militär. Weiß nicht, irgendwas. Ich will gar nichts. So einen 19-Jährigen. Ah, hier, ich bin bei Special Forces Navy. Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Das ist Mervyn.
Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch! Fuck! Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du? Du überstehst das, Bruder. Halt durch! Hab Morphium dabei. Nimm es! Wir bauen dich gleich auf, okay? Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst Wache. Wache? Fuck. Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was war das? Was ist mit dir? Das sind Amis, die wären doch schon längst am Ballern, auch wenn wir nichts sehen. Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, weg hier! Zack! Er verblutet! Wir müssen ihn verarzten! Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach aus. Ungelogen? Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns hören. Bleib nicht still! Mann, das ist Morphium! Die Fresse, Mann! Du musst still sein! Ja, sagt, so still dann auch wieder nicht. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um. Ja, wann bringt das Morphium, wenn das Blut auf anderen Seite wieder so rausfließt? Nein, du bringst ihn um. Oh, warte mal, vielleicht hätte ich nicht drücken sollen, ne? Nick, du erstickst ihn! Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Oh. Ich hätte nichts tun sollen. Weg hier. Ja, aber eben da steht drück, dann drückt man. Das macht man einfach so. Wir werden hier aufs Dramatischste dezimiert. أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ هو البتاع ده ماشي؟ كابتن دار، أنت تسمعني؟ عندي رسالة، حول. كابتن زفت. دار، إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف، في 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 كهف، بحاول أخرج، حول، أخس، يمكن عندي مشاريع النهاردة، أستحمى، أسمع موسيقى، احتفل عيد ميلاد ابني. لا دقوا على باب انا لا لما كان جايين لا
أما كان جايين بص احنا فين دلوقتي انه من عارف انا فين في حد موجود هنا في حد هناك حد سمعني باين عليه مخبا عسكري einfach nur ganz nebenbei, weil sich die Situation gerade so anbietet. Ich fällt ja sicherlich auf, dass ich immer noch nicht die Untertitel aktiviert habe. Aus dem einfachen Grunde, es ist ja offensichtlich, was der da erzählt, eigentlich. Ja, hol mich hier raus, oh, kein Funkverkehr, ja, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich finde es halt besser, wenn man wirklich eher zugucken kann und zuhören, egal, was die eben halt jetzt auch wirklich sagen. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach offensichtlich. Mehr oder weniger. Ja, was ist hier los? Wo bin ich hier? Was ist hier passiert? Wo muss ich hin? Ja, oh mein Gott. Leicht angeknabbert, der Gut. Was ist mit ihnen passiert? Also ich habe keine Ahnung, was die da sagen, aber den braucht man ja auch nicht. Ich finde es halt trotzdem besser, wenn da keine Texte drin sind und man wirklich mehr gucken kann. Genug gerechtfertigt, jetzt ist... hier Blutflecken. Oh, was wird wohl da passieren? Tageslicht. Tageslicht böse. Mir ist für was auch immer hier gerade los ist. Hat der da Ismani? Howl. Ah, das nimmt bestimmt ein sehr gutes Ende mit uns. Strammer Wurf, mein Freund. Hallo? Ich werde nicht auf meine Verbündeten treffen hier. Bin hinein.
nur so langfristig betrachtet. Ja, ist sowas ja besser, glaube ich. So schön ins Gesicht geschossen. Ja, das hilft dir trotzdem nicht. Stürzt gleich alles ein, verdammt! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Verlass dich auf mich, Rach. Bleib einfach bei mir. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Eric. Anscheinend. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Welche Richtung? Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Bereit? Und du? Wie gesagt, falsche Richtung. Selbst für den Fall, dass es einstürzt. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Nun zu wahr. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert.